Have you ever felt? Are you listening? Damn. Ja, hallo, ich heiße euch mal wieder herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Klein Coaching und Consulting Services hier heute aus München und zum Thema Telemarketing, also dieses ganze B2B, Telesales, Telemarketing und hier mal das Thema herausgepickt, Missverständnis, Leitfaden. Ja. Ich habe nämlich festgestellt, dass eine signifikante Anzahl an Suchen immer wieder auf Google generiert werden zum Thema Leitfaden, Telefonakquise-Leitfaden, Telesales, Telemarketing-Leitfaden, sogar Telemarketing-Leitfaden-Download. Ja. Und weil ich auch aus der Praxis immer wieder Leitfaden immer wieder auch höre von anderen und selber erfahre, dass es ein Riesenthema ist und teilweise ein Riesenterz daraus gemacht wird, insbesondere beim Beginn eines neuen Projektes, ja, einer neuen Kampagne und noch schlimmer, wenn der Kunde neu ist. Ja, und hier mal Folgendes. Ja. Hier gibt es nämlich einen großen Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Ja. Also es gibt den Leitfaden für die Theorie und dann gibt es die Praxis. Ja. Und die zwei Dinge haben nur beschränkt was miteinander zu tun. Ja, sagen wir es mal so. Also zum einen, es gibt die Funktionalität des Leitfadens für die Theorie. Das ist sozusagen, man erstellt einen Leitfaden oder man konzipiert einen Leitfaden als Teil der Konzeption, also des Vertriebskonzepts, ja, wenn eine neue Kampagne startet im Telemarketing oder Telesales. Und dieser Leitfaden, der dient sozusagen als grobe Hausnummer, also als grobe Orientierung, ja, insbesondere für den Auftraggeber, also den Kunden der Telemarketingagentur, weil der ja letztendlich diese ganze Tätigkeit outsourced an die Agentur und ja nicht tagtäglich daneben sitzt, ja, wenn die Agents da eben Teleakquise betreiben und er möchte einfach über den Leitfaden unter anderem ungefähr oder relativ präzise eine Idee haben, wie denn die Telemarketing-Agents in der Regel im Namen des Auftraggebers denn ins Gespräch einsteigen, wie sie sich vorstellen, wie sie das Unternehmen vorstellen des Auftraggebers und so weiter und so fort. Ist ja völlig klar. Ne? Die wollen da eine relativ gute Idee haben. Wie gesagt, wir gehen ja formal von dem Punkt aus, der Kunde ist sogar neu, das Projekt ist neu und so weiter. Ja, umso wichtiger wird also quasi der Leitfaden in der Priorität auch gesetzt. Das ist sozusagen die Theorie und da erfüllt er auch seinen Zweck. Ja? Sozusagen zur groben Orientierung für letztendlich den Auftraggeber, also den Kunden der Telemarketingagentur. Ja? Und jetzt kommt die Praxis. Ja? Die zweite Funktionalität des Leitfadens ist zur Orientierung, sozusagen als Unterstützung, als Hilfe für den Agent, also für den Akquisiteur, denjenigen, der dann die Telefonate, also macht, die Termine generiert, sprich die Telefonakquise durchführt. Ja. Und hier ist einfach eines zu bemerken, dass insbesondere geht an die Neulinge, das auch Neulinge und das sind vielleicht Neulinge, nicht unbedingt Neulinge zur Tätigkeit der Telefonakquise, sondern Neulinge vielleicht auch zu der Nische oder des Produkts oder einfach, dass sie sich sozusagen den Leitfaden packen, ja, und ganz fest an ihn klammern und ihn quasi nutzen als Spickzettel. Ja, das ist vielleicht der beste Vergleich. Ja. Und Achtung, aufgepasst, hier ist der entscheidende Knackpunkt. Ja. Hier ist die Krux an der Geschichte, was in der
in der Praxis nicht funktioniert und was in der Praxis funktioniert. Was in der Praxis nicht funktioniert, ich nehme den Leitfaden und nutze ihn als Spickzettel während der Akquise, während des Telefonierens, während des Gesprächs. Ja? Das funktioniert nicht. Ja? Kommen wir vielleicht noch gleich dazu, warum. Oder ich werde es auch in meinem Blogartikel, den ich jetzt zu diesem Video schreiben werde, noch ein bisschen näher ausführen. Die zweite Variante, ich nutze den Leitfaden als Spickzettel außerhalb des eigentlichen Gesprächs. Ja? Und hier zumal folgender Vergleich, also folgende Metapher, Schule, Studium. Ich lerne auf eine Schulaufgabe hin oder eine Klausur als Student und ich lerne wesentlich besser, wenn ich mir sozusagen Spickzettel erstelle. Ja? Und es ist 1:1 eigentlich vergleichbar. Ich nehme aber diese Spickzettel nicht und nutze sie während der Klausur, das ist nämlich verboten. Ja? Oder während der Schulaufgabe. Ja, okay, also ich nutze den Leitfaden wie ein Spickzettel, aber nicht während des Gesprächs. Ja? Also ich habe das immer wieder gesehen, dass sich Leute den Leitfaden quasi an die Wand hin heften und da ist eben die Gefahr viel zu groß, dass man eben während des Gesprächs dann draufschaut und vielleicht unbewusst das auch sogar macht und unbewusst einfach dann Gesprächsunterbrechungen provoziert oder vielleicht sogar abliest und so weiter und so fort und sich dann wundert, wenn vielleicht die Gespräche nicht ganz so gut verlaufen, wie man sich das vielleicht erhofft hat. Ja? Oder einfach zu viele Gesprächspartner abspringen vom Gespräch oder einfach herausfinden oder das einfach merken und spüren. Ja? Dass das ein Callcenter-Agent ist und dass das einfach abgelesen ist, ja? Und nicht verinnerlicht wurde, die ganze Thematik. Und hierzu einfach der Test, ja, der das Ganze sozusagen wasserdicht macht. Ja? Und wenn du dir jetzt nicht ganz sicher bist, wenn du jetzt ein Agent bist und dir nicht ganz sicher bist, dann nimm deinen Spickzettel einfach. Oder noch besser, lass dich 2 Uhr morgens wecken, ja, von deiner Freundin, deiner Frau oder von sonst irgendwie, oder von deinem Hund oder von sonst irgendjemandem. Lass dich wecken morgens 2 Uhr morgens oder wenn du aus Versehen mal aufwachst und gib dann sozusagen den Inhalt mit deinen eigenen Worten wieder, den Inhalt deines Leitfadens mit deinen eigenen Worten. Ja. Wenn du das kannst, ja, im Halbschlaf, dann hast du es richtig gemacht. Ja, also das ist zum Beispiel ein sehr guter Test, ja. und keineswegs übertrieben, denn du solltest wirklich das, was du als Leitfaden erstellst, so verinnerlichen, dass du den Leitfaden wegschmeißen kannst, ja, ohne zu zögern, ohne Probleme, ohne Befürchtungen, dass du dann nicht mehr weiter weißt. Ja. Das ist wirklich entscheidend, das ist wirklich wichtig und ich habe das Gefühl, dass viele Leute das einfach total unterschätzen und auch, das hängt vielleicht damit zusammen, dass der Leitfaden so hoch gehandelt wird, wie ich es eingangs gesagt habe, ja, bei dieser ganzen Neukampagnenkonzipierung und neuer Kunde, neues Projekt und alles neu und dann ist eben der Leitfaden ein sehr wichtiges Dokument, ja, aber aus den Gründen, die ich ja eingangs eben schon gesagt habe. Ja. Das hat mit dem eigentlichen Gesprächs, mit dem Gespräch, mit der Praxis nichts zu tun. Das heißt, wir haben Theorie und wir haben Praxis und jeweils müssen wir das sehr ganz stark auseinanderhalten. Ja. Ansonsten kommt das einfach zu roboterähnlich, zu unnatürlich rüber, zu sehr Skript abgelesen. Das merkt man auch, wenn jemand zum Beispiel einen Vortrag hält, ja, und den dann quasi mit einem Papier in der Hand oder irgendwo einen Spickzettel hat oder abliest. Das ist kein guter Vortrag. Ja. Müsst ihr mal auf YouTube schauen, da gibt es so ein paar Vorträge, da wundere ich mich manchmal, wo jemand seine neue Firma vorstellt, irgendwie so startup.de.com oder sowas. Und
nicht mal seinen Vortrag auswendig weiß. Ja, das kommt einfach nicht gut. Ja. Also kann man sich mal anschauen und dann seine eigene Meinung darüber bilden. Ja, das war's soweit. Ein etwas ausführlicheres Video, 10 Minuten, etwas über 10 Minuten zum Thema Leitfaden, weil ich einfach festgestellt habe, dass er teilweise sehr hoch gepusht wird, das Thema, und doch relativ viele Leute einfach das in Google immer wieder suchen, ja, nach diesem Begriff und sogar irgendwie nach den downloaden wollen am besten irgendwie, damit sie ihn gar nicht erst selber erstellen müssen. Ja. Also es wäre genauso, wenn ich jetzt irgendwie auf eine Schulaufgabe oder eine Klausur hinlerne und ich möchte mir irgendwie aus dem Internet einen Spickzettel runterladen für meine Klausur. Ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass es der bringt, ist relativ gering, ja, weil er sollte schon sehr individuell gestaltet sein, ja, und dann eben komplett verinnerlicht. Ja, bitte verinnerlichen und nicht irgendwo hinhängen und ablesen oder einem die Möglichkeit geben, dass man dann abliest oder sich selbst ablenkt während des Gesprächs, während des Akquisegesprächs. Könnten Sie es echt glauben, es funktioniert nicht. Ihr habt teilweise bei High-End B2B Kaltakquise, ja, habt ihr teilweise nur 10 Sekunden. Ja. Ich verlinke euch auch mein Video, der 10-Sekunden-Pitch, beziehungsweise mein Artikel. Habt ihr teilweise nur 10 Sekunden, um überhaupt einen Gesprächseinstieg zu finden. Da bleibt überhaupt keine Zeit, irgendwelche Zettel anzugucken, ja, und irgendwo rumzulesen oder sonstiges. Ja, forget it. Ja, wirklich. Also da könnte ich mich fast schon wieder aufregen, wenn ich das teilweise sehe. Naja, okay, so viel, so weit, so gut. Und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen, denn nur das möchte ich mit diesen Videos. Ich möchte euch einfach nur weiterhelfen, dass ihr bessere Zahlen macht, bessere Umsätze, bessere Performance leistet. Einfach letztendlich ein bisschen mehr Kohle vielleicht auch verdient unterm Strich. Und das wünsche ich allen, ja, ich mir selber genauso, wie allen anderen auch. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Zeit, viel Erfolg und Happy Hunting. Euer Thomas Klein und tschüss, bis zum nächsten Mal. Würde mich wieder freuen. Bye, bye.